Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Das letzte Mal haben wir verschiedene Abschnitte gemacht. Jetzt haben wir das Dokument nochmal angesehen. Ich habe das da geöffnet und habe mir das praktisch mal angeschaut. Es ist schier, es ist nicht übersichtlich geworden, es ist sogar sehr unübersichtlich geworden. Ich mag das wieder weg, ich möchte die Bilder dort haben, sind sie halt etwas kleiner, aber es war ein Versuch wert, ich möchte jetzt wieder die Abschnitte loswerden. Wie mache ich das? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Also wir können auf alle Fälle mal die Steuerzeichen einschalten, das können wir hier oben machen, gell? Also diese ganzen verkehrte P und so weiter, und da sehen wir Abschnittswechsel nächste Seite. Und es ist so, dass immer die Einstellungen des nächsten Abschnitts übernommen werden. Und wenn ich das jetzt lösche, jetzt drücke ich Entfernen, jetzt ist alles Querformat. Warum? Weil der nächste Abschnitt Querformat war. Okay? Seitenumbruch, da gebe ich weg. Und diesen Abschnittswechsel gebe ich ebenfalls weg. Und jetzt hupft das Ganze wieder um auf Hochformat, weil ja alles, der nächste Abschnitt Hochformat war. Und jetzt schaut es entsprechend aus. Jetzt möchte ich das kleiner machen. Wie groß wird so ein Bild sein? Schalten wir mal auf Bildformat. Breite, nehmen wir 14. Schaut denn das aus? Jetzt habe ich wieder die Gruppe verkleinert. Gruppierung aufheben. Jetzt das Bild kleiner machen. 14. Jetzt nehmen wir 13. Nehmen wir 13. Gut. Bah, jetzt hat sich das wieder reingeschummelt. Schaut, das geht's zu. Schieben wir das mal nach oben. So, wo ist meine Unterschrift? Weil das ist jetzt weg irgendwie. Abbildung 2, Abbildung 3. Schier. Das ist nicht gut gelungen, muss ich sagen. Das sieht man mal. Wann war das? Abbildung 1, da ist, ich habe es gefunden. Das mache ich auch, nur 13 cm breit. Ja. Weil das ist nämlich jetzt alles zu breit. Das hätte ich vielleicht vorher anpassen sollen. Merke, vielleicht wäre es gut, wenn man das vorher anpasst. Ziehen wir das mal irgendwo hin. So. Dann schalten wir sie drunter. So. Und jetzt möchte ich, dass das beide auf der linken Seite ist, weil jetzt weiß ich nicht, habe ich es ein bisschen so rechts rüber verschoben, links rüber verschoben. Also das ist jetzt, hat eine Breite von 13 cm, das hat eine Breite von 13 cm. Und jetzt möchte ich das und das, dass beide, warte, ein bisschen nach oben schiebe ich. Ich kann das mit der Maus schieben nach oben, ja, oder auch mit dem Pfeiltasten, wenn es ausgewählt ist. Das kann ich eigentlich ganz gut einstellen mit dem Pfeiltasten, sollte passen. Und jetzt drücke ich die Umschalttaste und markiere das zweite. Und jetzt habe ich da oben Ausrichten. Unter Bildformat ist das Ausrichten. Und zwar möchte ich das linksbündig ausrichten. Jetzt sind alle auf der gleichen Ebene. Ja? Und jetzt gruppiere ich es. Gruppieren. Ja? Jetzt habe ich eine schöne Gruppierung. Und jetzt kann ich nochmal sagen Ausrichten. Und kann sagen horizontal zentrieren. Und jetzt ist es in der Mitte. Jetzt ist es in der Mitte. Ja? Wunderbar. Vielleicht kann ich das noch etwas kleiner machen hier. Willkommensbildschirm von Microsoft Word. Den haben wir wieder mal hingebracht. Das da. Bah. Schau, wie das ausschaut. Gruppieren. Gruppieren, aufheben. Das ist jetzt noch eine Gruppe da oben. Gruppieren. Gruppieren, aufheben. So. Bah. Schau, wie das ausschaut. Erst. Da habe ich was angefangen. 13 breit,
schieben wir es hier mal hinein. Ja, das machen wir auch 13 breit. So, machen wir vielleicht nicht so hoch. Gut, schieben es hier drunter. So, und das Formformat ausrichten, linksbündig. So, jetzt sind wir da. Jetzt schieben wir das hier rüber, ebenfalls mit den Pfeiltasten. Pfeiltasten verschieben geht ganz gut. Hier haben wir die Titelleiste, das ist etwas zu breit, finde ich. Die Beschriftung der Titelleiste, runter damit. Das, da habe ich ja so gemerkt, dass wir nur eine große Gruppe nachher bilden. Ich habe jetzt alle Gruppen aufgelöst. Ja. Und jetzt möchte ich den Rest beschriften. Das wollte ich ja eigentlich herzeigen. Ja. Wie mache ich das? Am besten ist, man drückt hier STRG C, wenn man schon eine Textbox hat, die einem gefällt, drückt man STRG C, dann drückt man STRG V und dann ist sie irgendwo. Und das ist der Nachteil jetzt, wenn ich das nicht als Zeichenebene, ja, neuer Zeichenbereich habe, sondern einfach auf dem im Hauptdokument, nicht in einem Zeichenbereich, dann erscheint es einfach irgendwo. Ja. Titelleiste. Und das ist jetzt das Menüband. Menüband. Gut. Aha, das kommt hin und wieder. Ihre Änderungen wurden gespeichert, konnten aber nicht hochgeladen werden, weil der Server ausgelastet ist. Da habe ich jetzt irgendwie keine Verbindung mit OneDrive aus irgendeinem Grund. Ja? Aber das verschwindet wieder. Wahrscheinlich habe ich kurze Verbindungsprobleme mit dem Internet. Menüband, ja, was haben wir da noch? Dann haben wir den Editierbereich. Editierbereich. Geh da her. Und unten, STRG V nochmal, haben wir die Statusleiste. Statusleiste. Das kopiere ich auch. STRG V, STRG C, STRG V. Unsere schönen da, na, das ist vielleicht ein bisschen lang, da kann ich da oben auf Formformat gehen und wie lang brauche ich es? Schau mal, 1 cm sollte reichen, jawohl, 1 cm, schau, passt schon wieder um. So, jetzt schaut das einfach irgendwie aus. Jetzt kann man sagen, passt schon, ist mir egal. Ja? Aber ich möchte das ausrichten. Genauso, ausrichten geht genauso wie vorhin. Ich nehme das. Umschalttaste gedrückt halten, mit der Maus auswählen, ausrichten, linksbündig, zack, sind alle eingekauft. Und jetzt nehme ich das, ja? Ausrichten, rechtsbündig, buck. Und jetzt schiebe ich alles mit der Pfeiltaste nach links, schiebe ich etwas nach links. Und jetzt sind alle gleich. Jetzt sind alle gleich. Gell? Da haben wir vielleicht noch das Schiebe noch etwas nach oben. Da ist es gut, wenn man mit den Pfeiltasten wirkt, meiner Ansicht nach, weil dann verschiebt man wirklich nach oben und nach unten und kann nicht schräg. Wenn man es mit der Maus anzupft, dann kann man schräg auch. Und ich tendiere immer dazu, sowas in zwei Gruppen. Ja, alles, was ich so gezeichnet habe in eine Gruppe, also das. Alles, was im Bild sein soll, rechte Maustaste, gruppieren. Oder auch hier unter Formformat, gruppieren. Es macht genau das Gleiche. Jetzt habe ich diese große Gruppe. Und jetzt gruppiere ich die zwei Sachen noch. Gruppieren. So. Und jetzt habe ich wieder eine schöne, fette, große Gruppe. Gell? Und das ist ja nach wie vor oben und unten, genau. Und jetzt kann ich das hinschieben, wo ich will. Zoome ich raus ein bisschen. Gebt ihn dahin, sage Formformat, ausrichten, horizontal zentrieren.
Jetzt ist es in der Mitte. Aber es geht eigentlich daher. Ja, muss man sich jetzt entscheiden. Gefällt mir hier. Gebe ich hier hin, horizontal zentrieren, Weg, habe ich fertig beschriftet. Habe ich fertig beschriftet, passt. Jetzt muss ich mich nur um das da kümmern. Das habe ich ja anders gemacht, gell? Das habe ich ja anders gemacht, das habe ich mit einem Zeichenbereich gemacht. Schauen wir, ob das da besser funktioniert, wie mit dem. Also ich mache das hier und das habe ich Formformat. Das ist einmal 13 cm breit. Nein, nicht an. Nicht einen. 13 cm. So. Und jetzt. Das hier mache ich auch 13 cm breit. Das ist ja dieses Mal drinnen. Ja, auch nicht so groß. Das und das ausrichten. Linksbündig. Wo ist es hin? Au, oh, das geht da schon nicht. Das geht da schon nicht. STRG+Z. Da hat eindeutig, da muss ich zaubern, ja, da hat aber, ist schon anders besser, muss man sagen. Okay, dann platzieren wir das da wild halt, ja. Jetzt stören mich diese Sonderbuchstaben dazu da ein bisschen, weil ich möchte sehen, wie es ausgedruckt ausschaut. Fenster maximieren. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das überhaupt hat, dass ich das da hinschreibe, weil Windows bedienen kann ja mittlerweile hoffentlich jeder. Programm beenden. So, schaut gut aus. Dann mache ich das noch kleiner hier. Passt. Dann mache ich das auch noch kleiner. Gut. Naja, war auch nicht so viel Theater. Aber diese exakte Ausrichtung, die fehlt ein bisschen. Gell? Weil innen drin, das und das, kann ich nicht Formformat ausrichten, zum Beispiel nach oben ausrichten. Geht nicht. Weil nämlich der Zeichenbereich mit ausgewählt ist. Das ist, der ist halt irgendwo und das schiebt es nicht hin. Gut, dafür kann ich den Zeichenbereich nehmen und irgendwo hinschreiben. Hinschreiben, hinschreiben. Nur den Zeichenbereich nehmen. Und irgendwo hinschieben, den schieben wir hier hin. Mit dem sind wir fertig. Gut! Ich krieg das gar nicht daher. Aber mit dem war ich noch gar nicht fertig. Das sind die einzelnen Menübände, das geht ja hier. Titelleiste, die gehört ja hier hin. Gut. Ja. Und das müssen wir noch machen, die einzelnen Bilder. Gut. Also. So gefällt es mir besser. Ja. Viel besser. Jetzt ist das alles übersichtlich, jetzt habe ich Sachen, die ich beschreibe und Sachen, auf die ich mich beziehe, das Bild dazu, auf maximal einem Blatt unterschiedlich und nicht einfach irgendwo. Na schau, wo ist denn der? Der Editierbereich. Schau, das da drüben. Das ist der Nachteil, wenn ich es nicht in einem Zeichenbereich drinnen habe. Dann ist der... Den habe ich vergessen anzuwählen. Der ist nicht in der Gruppe. Schau, der ist da drüben. Das muss ich reparieren. Das mache ich schon noch. Dann reparieren wir das schon noch. Mein Gott, nein. Kopieren. Kopieren, aufheben. Kopieren. Kopieren, aufheben. Ja. Zack, 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 zack. Ausrichten. Linksbündig. Editierbereich. Schaut gut aus, ja, und jetzt zack, 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 rechte Maustaste, kopieren, kopieren,
das und das, rechte Maustaste, gruppieren, gruppieren. Und jetzt ist er hoffentlich, jawohl, jetzt ist er damit dabei. Und jetzt ausrichten, ab in die Mitte, horizontal zentrieren, passt. Passt. So, jetzt haben wir schon ein paar Bilder. Die einzelnen Menübänder, die will ich auch irgendwann einmal noch dazufügen. Aber wenn wir so viele Bilder haben, wäre doch nicht schlecht, wenn wir irgendwo ein Abbildungsverzeichnis haben könnten. Verzeichnis mit Abbildungen. Das werden wir das nächste Mal erstellen. Das nächste Mal, jetzt wollen wir wirklich wissen, wie wir mit Bildern umgehen und wirklich gut wissen, wie wir mit Bildern umgehen, ja, werden wir das nächste Mal so ein Abbildungsverzeichnis erstellen, also irgendwo eine Tabelle, wo drinnen steht, wie viel, wo, auf welcher Seite finde ich denn welche Abbildung? Verzeichnis, Abbildungsverzeichnis. Nächstes Mal, für dieses Mal, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.